Mein Name ist Markus Kuhlmann. Ich bin seit letztem Jahr verheiratet und arbeite als Diplom-Theologe und Geschäftsführer im katholischen Bildungsforum im Kreisdekanat Wesel. Die Vielseitigkeit, finde ich, macht meinen Beruf absolut besonders. Zum einen arbeite ich ja als Geschäftsführer, das heißt, ich wühle in Zahlen rum. Inwieweit das Personal stimmt, Anzahl der Mitarbeiter, die Anzahl der Unterrichtsstunden, die wir produzieren. Klar, dann auch Baumaßnahmen müssen geplant werden. Aber dann arbeite ich ja nicht nur in diesem Bereich, sondern ich arbeite auch im inhaltlichen Bereich. Ich bin als Gesamtleiter dafür zuständig, die Richtung mit meinen Mitarbeitern, mit meinen pädagogischen Mitarbeitern voranzutreiben. Also welche Richtung wollen wir als katholisches Bildungsforum gehen? Als drittes, was ganz besonders ist, ich arbeite ja auch als Theologe. Das heißt, ich kann in Kirchengemeinden gehen, kann unterstützen, in Kirchengemeinden wirken bei uns im Kreisdekanat. Und wenn man sich das mal vorstellt, dass ich tatsächlich auf der einen Seite als Geschäftsführer mit knallharten Zahlen, Daten, Fakten zu tun habe und hinterher dann trotzdem als Theologe wieder mit den Menschen zu tun habe, ist das eine ganz super Sache, finde ich. Also das ist das Tollste, was man sich an Vielseitigkeit wünschen kann. Es ist natürlich eine ganz witzige Sache, wenn ich Freunden, Bekannten davon erzähle, dass ich als katholischer Theologe und als Geschäftsführer für das Bistum Münster tätig bin. Die gucken mich an und sagen, du? Also, komm mal, das kann doch gar nicht. Du bist ein Mann wie so ein Bär. Und wenn man da auf dem Sportplatz steht und dann gemeinsam Sport macht, dann denkt man, alles. Aber tatsächlich, es ist kein Theologe. Aber ich glaube, das ist die riesige Chance, die ich habe, Menschen davon zu überzeugen, dass es eben als Theologe nicht nur den einen Typ Menschen gibt, und den einen Gläubigen gibt, sondern wir sind vielfältig. So wie Gott uns in die Welt gestellt hat, so vielfältig sind wir auch im Bereich der Theologie. Und es ist eine Chance von mir, andere Menschen davon zu überzeugen, dass es auch tatsächlich für Menschen einen Platz gibt, die eben vielleicht nicht so aussehen, wie es zu erwarten ist. Und dass auch wir diesen Platz bieten können.